Szene 78. Was ist damit gemeint und was versteht man darunter überhaupt? Hamburg hatte wohl schon immer eine Szene, schon allein deswegen, weil es eine Hafenstadt ist. In den 50er Jahren war Hamburg eine Hochburg der Jazz- und Rock'n'Roll-Ära. Anfang der 60er Jahre traten die damals noch unbekannten Beatles im Starclub auf. In der Folgezeit kamen sehr viele Diskotheken auf, in denen zu Songs der Stones, Beatles, Uriah Heep und anderen getanzt wurde. Ja, und seit Anfang der 70er Jahre gibt es die sogenannten Frettelpinken, in denen Musik gemacht wird, zunächst nebenbei, dann auch kommerziell. In dieser Szene entstanden viele bekannte Musiker, wie Mike Krüger, Otto, Fatsch, Udo Lindenberg, aber auch viele bekannte Kneipen und Kneipenviertel, wie hier das Club Neumarkt. Ob der Acht dessen lesen können, das ist die Norm von den bekannten Hamburger Hopen. Das sind nämlich den Musiker Fremd und The Fireballs. Ob das nun der Acht dessen von der Claim ist, die wir hier den Hula Hop Wettbewerb in der Hamburger Markthallen sehen, das weiß ich nur auch nicht. Das ist, ja wo ist das denn? Mann, oh Mann, das ist doch oder nicht? Jedenfalls, Schwenders Etablissement ist in der Großen Neumarktkirche. Die Orm ist just im lyrischen Ort. Und alle Weisen
so, wie der Winterhuder Fährhus nennt Menge Sämt die Mastbruch erlitt und abreden war, so ging auch uns rassigen Senkrechtstarter und Hamburg. Werbener. Relativ oft her. Also immer wenn eine Gruppe spielt, die mich interessiert, so Rockmusik, dann bin ich da. Ja, und wie findest du heute Abend die Caro? Also die Caro finde ich ja wirklich ganz toll, ne? Diese Gruppe habe ich schon ziemlich oft gehört und ich bin meistens immer da, wenn die irgendwo spielen. Und bei welchem Gruppen kommst du noch hierher? Also da muss ich dir einen ganz großen Tipp geben, ne? Wenn du was erleben willst. Also eine ganz klasse Gruppe. Neil Lennon. Oh, das müssen wir uns mal anklicken. Wir landen hier im Logo. Yeah.
viele Feature mehr. Günther und Rutger. Günther. Ganz solche andere. Wolfsburg Wickel. Dazu gekommen bin, das so zu machen. Ja, ich glaube, am besten kommt man auf solche Ideen, wenn man in der Badewanne liegt, nicht weil einem nichts einfällt und die Enten rumschwimmen. Und jedenfalls bin ich irgendwie mal dazu gekommen, dass ich so mit der Stimme so ganz hoch Kassett gesungen, also mit Kopfton. Da habe ich mir einfach mal die Hände dazu genommen und dann ist das dabei rausgekommen. Kommt an den Klangkörper. Das hat einen Klangkörper gegeben, genau. Und mit den Händen kann man dann also sehr viel verändern und dadurch kriegt man diese Wawawa, so ähnlich wie beim Cornett, der Dämpfer. Dann passt mal auf, heute Abend live im Knus. Bilder. Rockige Musik, soulige Musik. Aber im Grunde genommen mehr die Musik, die mir persönlich Spaß macht. Und was macht dir am meisten Spaß? Am meisten Spaß machen wir Titel von Santana, von Dizzy Kehl. Böhmen König, aber nicht Jore, sondern das ist der Jahrgang von uns Mexikern. Evelyn Künige, und zwar im Onkel Pö. Im Pö, wo auch schon Leute wie Herrn Schmieder oder aber Agero Norm kriegen. Ich bin die Star und bin das wunderbar, denn ich nicht besser bin, sondern nur gut. Ich bin ein Anti-Star und mir ist völlig klar, wenn einer nur gut sein will, dann braucht er Mut.
ich bin einer. Und die Starre und das Wunderbare. Wenn ich nicht Bestseller bin, sondern nur gut. Ich bin einer an die Star und mir ist völlig klar, wenn einer nur gut sein will, dann braucht er Mut. Ich bin nicht Kilo. Das ist Tono im Entwicklungsjahr. Das ist vielleicht deshalb der berühmte Anti-Star. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, zieht ihr festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, das was geschehen. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, lebt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn im Glas entfernt der Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß euch trampeln, dann küsst ihr die Brüderie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen wahren Sünden. Ihr ist nicht allein zum Schlafen, da jeder ist da, das was geschehen. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die Wand in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Und noch einmal! Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Nachdem es 2,5 Jahre geheißen hat, wir machen weiter, hat die Fabrik nun vor 4 Wochen wieder eröffnet. Für 3 Millionen Mark wurde ein Kommunikationszentrum gebaut, was die alten Ziele weiter verfolgen soll. Das heißt, über Tage hier spielen hier die Kinder des Arbeiterviertels Altona und am Abend Veranstaltungen durchgeführt, wie Jazzfestivals, Amateurtheater und politische Veranstaltungen. Da ist eine Schlange und töbst, da du rinkommst. Das ist halt nicht Bin. Sie ist ein Elefant mit roten Augen und muss die Ulrich Roske anhören, den Lied von Pudels Kern singen. Na, das ist die Fabrik in Hamburg. Steht mir der Sinn. Schon ihre seltsamen Namen faszinieren mich, so wie Schlons oder mulmiger Knöterich. Dabei genieße ich auch noch die Waldesruh, bei alledem lief mir jüngst ein Zwergpudel zu. Ich muss gestehen, obwohl das eher gegen mich spricht, Kinder und Kleintiere liegen mir nicht. Und dieser Pudel war wirklich lächerlich klein. Hau ab, rief ich, doch er wich mir nicht vom Bein. Und weil ich ihn doch irgendwie witzig fand, habe ich ihn feierlich Tarzan genannt. Ich dachte, heute Abend gibt's Pilzragout, vielleicht reißt mir der Pudel einen Hirsch dazu. Schon vernahm ich ein gewisses Rascheln im Gras, mutmaßte ein Wildbret und rief Tarzan, Fass! Es war kein Hirsch, es war ein Jäger im grünen Gewand, an dem sich allerlei Blattwerk befand. Sein Hut war merkwürdigerweise aus Stahl, bald kamen auch seine Kollegen in stattlicher Zahl. Immer mehr grüne Jungs brachen durch das Geäst, die sahen alle gleich aus, ich dachte, hier ist wohl Nest. Sie waren schwer bewaffnet und ich hab mich gefragt, seit wann man Hasen mit Maschinenpistolen jagt. Dann kroch einer aus dem Dickicht heraus, der sah wie der Oberjäger aus.
voller Würde, wie es einem Anführer frommt. Ich rief Tarzan, Ast weg, der Förster kommt. Ich grüßte ihn zünftig mit Weidmanns Lust, doch er schrie, tun Sie nicht so, als haben Sie nicht gewusst, dass hier Manöver ist. Also nennen Sie A, einen Grund für Ihr Dasein und B, begründen Sie den Hund. Herr Förster, ich verstehe Sie, Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Also A, ich suche Pilze und B, ich kenne den Pudel nicht. Aha, kennen Sie nicht. Haben Sie wohl vorher nie gesehen, die Masche kennen wir. Alle Mann ins Glied, wir gehen. Welches Glied, frage ich, doch er donnert nur barsch. Ich stelle die Fragen, also vorwärts, Marsch. Die Grünen stellen sich wirklich auf in Reihe und Glied. Ich frag einen von ihnen, als uns der Förster nicht sieht, was denn das Laub an ihren Klamotten soll. Darauf antwortet er mir geheimnisvoll. Wenn wir so mit den Blättern im Unterholz stehen, kann der Feind uns im Wald überhaupt nicht sehen. Und weil er uns alle für Büsche hält, tappt er in die Falle und schon ist er umstellt. Ich lache herzlich, dann sehe ich am Wegesrand ein paar Pilze und hab sie schon fast in der Hand, als mich eine Stimme laut Vorsicht warnt. Das sind welche von uns als Morcheln getarnt. Wir marschieren weiter und kommen sehr schnell zu einem großen Gebäude, wie es scheint ein Hotel. Denn die Angestellten in diesem Haus sehen wie frisch gebadete Liftboys aus. Sie bringen uns zu einem Herrn in schmucker Livree. Ich suche nach Trinkgeld, weil ich denke, das ist der Portier. Der Förster zischt, sind verrückt, das ist der Major. Und stellt uns dem geschniegelten Herrn vor. Streunender Pudel und verdächtige Person. Der Major fragt scheißfreundlich, nimm Platz, mein Sohn. Ich nehme an, er glaubt, dass ich ihn jetzt Papi nenne. Frag aber nur, ey Kumpel, seit wann duzen wir uns denn? Da raunst er, auch noch frech werden, wie? Also raus mit der Sprache, was ist mit dem Vieh? Ihr schnüffelt hier rum, da ist doch was faul. Der Pudel knurrt und ich sag, Tarzan, halt's Maul. Tarzan, das klingt wie ein Codewort. Der Major hört sowas gern. Er triumphiert, ein feindlicher Agent. Aha, das ist des Pudels Kern. Er ruft sein Ministerium an, weil er denkt, er hat jetzt den Spionagering Tarzan gesprengt. Und während der Major noch telefoniert, wird der Pudel gefesselt und abgeführt. Dann redet er wieder auf mich ein, wir meine Hintermänner und Drahtzieher seien. Nennen Sie ein paar Namen, das ist doch nicht schwer. Ich denk, nö, und sag halt ein paar Pilznamen her. Nenn den ruppigen Stiesel, den scheuen Kalmück, den Nonnenschwengel, den sämigen Lück, den schleimigen Widerling und zum Schluss die Stinkmorche Phallus Impudicus. Der Major notiert sich die Namen und flucht, weil er die Burschen vergeblich im Fahndungsbuch sucht. Um Zeit zu gewinnen, nimmt er auch mich in Arrest. Der Raum ist schön dunkel und bald schlafe ich fest. Mir träumt von einem Scharmützel im Wald, von einer Schlacht gegen Pilze. Es donnert und knallt. Ich selbst bin der Feldherr und rufe im Traum, seid nicht feige, Leute, lasst mich in den Baum. Dann werde ich geweckt und zum Major geführt. Der hat unterdessen meinen Pudel dressiert. Er macht Männchen, holt das Stöckchen und kuscht. Kurzum, sein Charakter ist völlig verfuscht. Ihr Hund, sagt der Major, macht sich ganz gut. Tja, denke ich, hat schon Manieren wie ein Rekrut. Er fährt fort, der Verdacht hat sich übrigens zerstreut. Sie können gehen, junger Mann, hat mich sehr gefreut. Mich nicht, sag ich herzlich und ruf Tarzan, wir gehen. Doch ich seh nur einen begossenen Pudel da stehen, der nicht mit mir gehen will, naja, mir liegt doch nichts dran, weil ich Hunde eigentlich sowieso nicht leiden kann. Seit damals lässt der Wald mich kalt, ich sitze lieber in der Diskothek, esse Pilze aus der Dose und geh Zwergpudeln aus dem Weg. Zwei Jahre haben wir gebraucht, um den Film zu drehen. Und so kann man schon fast von einer Szene 78-79 sprechen. In diesen zwei Jahren haben wir viele Kneipen besucht und immer eine Menge Spaß gehabt. Und so möchten wir uns bei allen Personen, die mitgewirkt haben, herzlich bedanken.